Hallo, heute mache ich mal wieder ein neues Unboxing. An dieser Stelle möchte ich mich bei Simeon P. bedanken. Er hat an sich die Würfel bestellt und die dann direkt zu mir geschickt, beziehungsweise vom Shop aus direkt meine Adresse angegeben, sodass die als allererstes bei mir jetzt hier angekommen sind. Und deswegen ein großes Dankeschön an dich, Simeon P., dass du mir die Würfel hier erstmal zur Verfügung stellst, sodass ich ein Video darüber machen kann. Sobald ich die einzelnen Würfel dann reviewed oder ein Tutorial oder ähnliches darüber gemacht habe, werde ich sie wieder zu dir direkt weiterschicken. Erst einmal das Ganze hier öffnen. So, mal gucken, was hier alles so uns entgegenspringt. Hier haben wir zunächst einmal einen QG Crazy Windmill Cube, beziehungsweise, einen Windmill Cube. Im Moment ist so der erste Eindruck von dem Würfel, dass der sehr trocken ist. Also der hat wirklich gar keinen Loop drauf. Das ist schon ein bisschen so wie Sandpapier, fühlt sich das jetzt gerade an. Also sehr, sehr träge und sehr, sehr langsam und sehr, sehr schleifend. Da muss man definitiv ein bisschen Loop drauf machen, damit sich das Ganze dann besser dreht. Aber er dreht sich auf jeden Fall schon mal gut. Man muss ihn hier jetzt gerade noch ein bisschen richtig allein. Mir fehlt hier gerade einfach die Übung, dass ich den vernünftig drehen kann. Aber sobald man den Dreh ein bisschen raus hat, kann man den auch garantiert hier ein bisschen besser drehen, also kontrollierter drehen. Mir fällt das jetzt gerade aber noch schwierig, da ich halt in letzter Zeit nicht mehr so viele Shape Mods gelöst habe. Andererseits hängt der ein wenig, also ist ein bisschen, dass er lockt, liegt einfach daran, dass das sehr kantige Steine sind. Werde ich einfach mal die Tage ein Review drüber machen. Weiter geht's hier mit dem nächsten 3x3 Shape Mod. Und zwar ist das hier der Fischer Cube. Sieht relativ ähnlich aus, nur dass der ein bisschen abgeschrägter ist und der hier mehr gleichmäßig ist. Dreht sich aber genauso vom Drehgefühl her wie der andere. Die sind beide von der Marke QJ. Q-I-Y-I. Der hat aber jetzt nicht ganz so dieses Sandpapierartige, sondern ein bisschen besser. Ist aber auch gar nicht geloopt, also das muss man definitiv nachholen, damit sich das Ganze ein bisschen besser anfühlt. Wobei, da innen drin ist er geloopt, nur hier die äußeren, die sind, ein bisschen sind die geloopt, aber es fühlt sich trotzdem noch nicht so richtig gut an. Oder es liegt einfach daran, dass das Standardloop ist. Und das Standardloop ist in der Regel jetzt nicht so der Burner, nicht so hochqualitativ. Deswegen werde ich auf jeden Fall mal das Loop austauschen, das ganze Loop hier erstmal rausnehmen und dann nochmal neu loopen. Falls ihr wissen wollt, wie man den Würfel loopt, dann klickt doch einfach da mal auf das Thumbnail. Da werdet ihr von mir genau erfahren, wie man am besten loopen sollte. Machen wir aber hier jetzt erstmal weiter. Hier haben wir den Black Mamba. Oder so eine Art, ich weiß jetzt nicht genau, wie der Name ist. Ein sehr, sehr günstiger Würfel, kostet nur 3, 4, 5 Euro oder so. Und das Besondere bei dem Würfel ist, dass er für mich wie ein Diane Zenshi aussah. Fühlt sich jetzt ein bisschen anders noch an, muss ich sagen. Aber er sieht wirklich genau wie ein Zenshi aus. Ist auf jeden Fall schon geloopt, das ist definitiv. Ist auch ein sehr schöner Würfel eigentlich an sich jetzt so. Dreht sich ganz gut, kann man nicht meckern. Und besonders dafür, dass er nur 3-4 Euro kostet und genau wie ein Zenshi ist, also wirklich sehr, sehr identisch, ist das schon sehr, sehr interessant. Ich werde hier drüber definitiv einen Review die Tage machen. Beziehungsweise ich werde eher gesagt ein generelles Video machen. Da werde ich auch ein paar Worte über Cubicon verlieren. Und so generell bei dem Würfelkauf noch ein paar Tipps und Tricks geben,
die man beachten sollte. Aber der Würfel hier dreht sich schon mal sehr, sehr schön. Kann man nicht meckern. Also ein sehr, sehr schöner Zenshi-Knockoff. Irgendwas Dreieckiges. Das müsste der Master Morphic sein. Ein 3x3 Shape Mod. Mal gucken, wie man das hier am besten öffnet. Tesafilm. Sehr, sehr groß. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte mir den irgendwie ein bisschen kleiner vorgestellt. Aber wenn man sich mal den zu normalen 3x3 nimmt, dann hat er hier schon einen ordentlichen Höhenunterschied. Dass gerade mal die zwei Ebenen hier genauso groß sind wie der und da kommt noch so eine riesige Spitze oben drauf. Der hier wurde auch innen drin leicht geloopt. Also das Core sieht immer ein bisschen geloopt aus innen drin. Aber die äußeren Ebenen, diese hier, sind alle sehr, sehr trocken. Und deswegen hat das immer so ein bisschen sandsteinartiges oder sandpapierartiges Feeling. Aber er dreht sich trotzdem ganz gut. Ist halt nur ungewohnt groß. Aber selbst daran kann man sich gewöhnen. Und sieht an sich sehr, sehr cool aus. Wie so ein Pyraminx. Nur, dass es ein ganz normaler 3x3 Shape Mod ist. Und zwar, wenn man den so hält, hat man hier unten die erste Ebene, hier die zweite Ebene und hier die dritte Ebene. Genauso hier eine Ebene, zweite Ebene und dritte Ebene. Mal gucken, was da jetzt noch so drin ist. Dann hätten wir hier einen Crazy Fischer Cube, wenn ich mich nicht vertue. Yep, einen Crazy Fischer Cube. Das Schöne bei dem Würfel ist, das ist ein Mojo-Würfel. Und Mojo macht im Moment sehr, sehr gute Shape Mods, die sich extrem gut drehen lassen. Und auch im Grunde genommen wirklich Speedcubes sind, sehr, sehr gut verarbeitet sind. Die sind hier schon etwas günstiger und etwas einfacher. Die haben keine Torpedos oder ähnliches. Und die Mojo Cubes, die sie aktuell herstellen, haben in der Regel Torpedos drin und haben dann noch so ein Half-Bright Sticker Set. Da sieht man hier den Unterschied schon so ein bisschen, dass das Gelb anders aussieht. Das hier ist etwas fluoreszierend und etwas heller, genauso wie das Orange und Grün. Im Moment sehr steif, sehr fest irgendwie das Ganze eingestellt. Jedenfalls wirkt das jetzt gerade im ersten Moment ein bisschen. Aber mal gucken, ob man jetzt hier so eine Kante irgendwie rausbekommt. Das ist immer so eine Schwierigkeit. Ja, hier sollte das ganz gut gehen. Ja, jetzt kriege ich nicht mal die Kante raus, sondern lediglich einen Cap von der Kante. Und hier sieht man auch wieder, dass der ein Torpedo hat. Eben wieder kurz zusammenbauen. So. Da sieht man hier den Torpedo schön, der sich dann unter die Ecke drunter hakt, sodass man die Kante nicht rausbekommt. Ist also sehr, sehr schwierig. Der Crazy Windmill ist mir auch niemals gepoppt, also noch nie. Der hält extrem gut. Und ich werde behaupten, das wird bei dem Würfel hier nicht anders sein. Da ist einfach die Qualität sehr, sehr gut von den Mojo Cubes mittlerweile. So. Und zum Schluss kommen noch zwei Würfel, die ich mir dazu noch bestellt hatte. Und zwar gibt es von Yuxin mittlerweile einen Mirror Cubes. Mirror Blocks Cubes. Sonst gab es immer in der Regel nur den einen von Shengshou, wie man es auch nennen möchte, der sehr, sehr gut war. Und ich wollte jetzt mal den hier testen, weil den es in der Farbe Blau gibt. Ich werde mir daraus nochmal einen Mirror Blocks, ein Siamese Mirror Blocks Cube Typ B bauen. Falls ihr wissen wollt, was ich bauen will, dann klickt doch einfach auf das Thumbnail da oben. Da findet ihr eine Erklärung, was man mit diesen beiden Würfeln anstellen kann.
Im Moment ist der Würfel sehr, sehr fest eingestellt. Also der hat hier ungefähr gar kein Spiel drin. Ich weiß jetzt noch nicht, wie die einzelnen Steine aussehen. Sieht aber relativ Shengshu-artig aus. Also keinen großen Unterschied da drin. Mir ging es auch in allererster Linie darum, dass sie die Farbe blau haben. Dass sie komplett einheitlich blau sind. Weil ich Color Cube sehr, sehr mag. Und da keine Sticker abgehen können. Besonders bei den Mirror Blocks, Siamese Mirror Blocks, wo dann zwei Ebenen aneinander sind und man die ganze Zeit hier über die Sticker gehen würde, theoretisch mit den anderen Steinen, und die dann irgendwann abreiben würde oder abreiben könnte, wird das bei diesen stickerlosen Cubes niemals passieren. Deswegen bin ich auch ein sehr, sehr großer Fan von stickerlosen Cubes. Dreht sich aber soweit ganz gut, fühlt sich auch ein bisschen schon so wie Shengshu an. Nur, dass er halt jetzt sehr, sehr fest eingestellt ist. Ich kann es hier gar nicht auseinanderziehen. Muss ich erstmal machen. Und dann gibt es hierzu auch noch so einen coolen Halter, den man dann so schön den Cube reinlegen kann. Das wäre es dann auch. Das sind die ganzen Cubes, die ich hier ausgepackt habe. Dann werden hier noch ein paar Videos überfolgen. Und an dieser Stelle möchte ich mich nochmal herzlich bei Simeon P. bedanken. Falls ihr sonst noch Fragen zu diesem Video oder zu irgendeinem anderen Video habt, dann schreibt mir doch einfach hier unten in den Kommentaren eine Nachricht oder auf meiner Homepage.